Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TL2 im Ranglistenmodus. Ich glaube, ich nehme einfach mal Chaos. Das habe ich ganz selten nur gespielt. Welcome to Nova. Ganz seltene Geschichte ist das. Deswegen machen wir das einfach mal. Starten hier mit dem Nimbus. Schnecke rein, ready. Mal gucken, was wir noch so kriegen. Da ist es ja so, dass man jede Runde neue Einheiten bekommt, immer was anderes. Ist auch mal interessant. Deswegen spielen wir das heute einfach und gucken mal, wie es so läuft. Haben wir mit Zeus gestartet. Hat er Bananenbaum, Ochse, Seepferd, Bazooka, Gargoyle und die Maske. Oh, magischer Schaden ist da. Stichschaden hier so ein bisschen. Es bleibt spannend. Crab Lord. Und eine Gatling Gun. Yes, my lord. Jawohl, Crablord down. Ja, die sind jetzt nicht so stark. Das schaffen die nicht. Doch, die schaffen es. Sehr gut. Da hat die Schnecke sich gelohnt. Drei extra Gold. Können wir noch eins da hinten packen? Den kleinen Setzling. Das haben die natürlich genug gehabt, um einen 40er reinzuschicken. Das werde ich nicht halten. Aber wenigstens ist der einer noch weggekriegt, dass nur zwei durch sind. Hier ist das gleiche schon wieder. Na, kommen wir auch durch. Ja, interessant, ob er Fiesta hat. Oh, das war aber auch ganz schön knapp hier. Aber er hat es noch geschafft. So, Schleim. Schleim klingt an sich gar nicht schlecht. Sieht doch schon mal nicht gut, nicht ganz verkehrt aus. Kampfnarben. Investieren. Investieren ist immer so schwierig bei Chaos. Weiß ich nicht, ob das da so geil ist. Muss ich schon wirklich gut dabei sein, damit mir das was bringt. Eine Blume. Eine Blume wäre an sich gar nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich werte lieber erstmal den Chloropixie auf. Dass ich möglichst schnell dann auf die Sakura-Blume komme. Im besten Fall nächste Runde.
Ja, bei einem 100er Sen so früh ist es klar. Ich bin aber auch durchgekommen. Geblockt mit seiner Gatling Gun. Jawohl. Sakura Blume am Start. Das können wir uns auch im Worker leisten. Ich werde lieber mal den King auf. Mit zwei Leben. Das ist krass. So, ein bisschen Verteidigung aufbauen. Den können wir einfach mal mitnehmen. Mal gucken, ob es sich entwickelt. Geschickt, hier ist King-Aufwertung. Ja, der Windfalke war eine gute Entscheidung. Sehr schön. Beide durch und zwar ordentlich. Die Verteidigung stärken. Das ist gerade die Frontline ist natürlich wichtig, wenn man hier den kleinen Angler hat. Sakura Blume, Nimbus. Ich sollte ganz gut dabei sein, obwohl meine Frontline noch schwach ist. Ja, einigermaßen. Ich habe eben nur King aufgewertet. Und hat verkackt. Consider it done. Sollen wir hier mal ein paar Worker gehen? Catch me if you can. Alright, sir. Ja, nehmen wir die eine HP mit. Und den Worker. Für mich ist 10 gar nicht schlecht. Ich einen Drachen reinschicke oder so. Nein, meine Blume.
Er verkackt auch so. Da muss ich mir was reinschicken. Okay, hat jetzt geschickt. Bringt mir das was? Komm, dann schick mal den Drachen rein. Ein Drache ist nicht schlecht. Ja, komm, den bauen wir hier hin. Katze noch dazu. Shoot mit rein. Sollte reichen. Also 4 Brutes geschickt. Ja, das halte ich wieder nicht. Weil den sind beide durch bei uns auch. Den King ist schon besser. Aber die kriegen mehr auf die Fresse. Crablord nicht schlecht, aber in der Runde bringt er mir nichts. Ich sammle mal noch. Okay, King auf Fertigung geschickt. Ja, da wir alle beide schon so los sind, werde ich nicht auf Investieren gehen, sondern ich nehme den die Kampfnarben mit. Oh, sehr nice. Ja komm, wir machen eine Hexe mit rein. Warum nicht? Der Turtle ist schon klein und gut. Oh, dass ich die gehackt habe, das ist gut. Die Gatling-Gun kann ich feuern. Ich kann nur auf den Frosch schießen. Oh, er hat natürlich noch einen rausgedrückt. Jawoll. Sehr schön. Holy shit. Das sind die dicken Einheiten. Können wir was verbessern? Ja, den kann ich hier mal zumindest noch aufwerten. Warte mal den King auf.
Weil wenn was durchkommt, sind wir nämlich sonst abgekackt. Und das sind 280 Fisch. Ja, Schattentänzer tot. Ja, Frontline ist schon weg. Ja, gut, dass ich ein bisschen aufgewertet habe. Manta, übelst stark. Fürst des Todes mag ich zwar auch unglaublich gern. Aber wir gehen ja mit dem Doppelmanta. Hau ich hier drüben noch eine kleine Biene rein. Ja, das soll ich halten. Das war kein Problem. Gerade die Mantas, die machen es natürlich auch wesentlich einfacher. Jawohl. Beide durch. Sehr schön. Oh, die sind fast down. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel. Werde ich den noch auf? Nee, oder? Nee, komm, wir machen. So, das nehme ich übelst stark. Und das? Da haben die hier noch Lebensraub. Und der regeneriert sich dann auch noch. Das wäre stark. Das wäre stark. King noch mal ein bisschen boosten. Ah, komm, Powerschlag. Jawohl! Ich halte diesmal. Mana Ross nicht verkehrt. Healing auch nicht schlecht. My ancestors guide me. Ja, sieht ganz komisch aus. Ich habe auch kaum was aufgewertet. Eigentlich nur die Sakura Blume, den Einschleim und das Ding da. Oh,
Oh, damit geht noch mit raus. Werten ihn auf. Wir werten ihn auf. Mehr kann ich mir nicht leisten. Schauen wir mal. Wer jetzt verkackt, der hat verloren. Ja, Centaur macht gute Arbeit. Bisschen Healing mit dabei, Powerschlag. Noch halt ich. Da wollen mehr Klone. Klone sind tot. Oh, das wird eng. Das habe ich gerade so nicht. Das war's für uns. Aber ne knappe Kiste. Echt eine knappe Kiste. Krass. Ja, es war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.